Der Metropolitan 2012 in der Kategorie Beste Nachrichtensendung geht an München heute. Monika Eckert. Es ist der Tag, an dem Papst Benedikt XVI. Seinen Rücktritt erklärt hat. Die CSU-Spitze ist sich einig, dass die Koalition deswegen nicht platzen soll. Dem Unfall ging möglicherweise ein Familiendrama voraus. Der demografische Wandel bereitet Politik und Wirtschaft Kopfzerbrechen. Zum Thema im Studio ist jetzt Innenminister Joachim Herrmann, Wirtschaftsminister Martin Zeil, Polizeivizepräsident und SIKO-Einsatzleiter Robert Kopp, Konferenzleiter Wolfgang Ischinger. Guten Abend, Herr Ischinger. Guten Abend. 3.400 Polizisten und 450 Teilnehmer, in welcher Relation steht das? Hillary Clinton, die geht ganz gern spazieren, wenn sie in München ist, vor dem Bayerischen Hof. Ich glaube, mit Ihnen, Herr Kopp. Jetzt natürlich die Frage, wie kann es sein, dass da auf einmal 400 Millionen Euro mehr im Raum stehen? Viele erhoffen sich dadurch jetzt natürlich, dass vielleicht eine Liberalisierung stattfindet in der Kirche. Die Verkehrstoten sollen reduziert werden um 30% bis 2020. Ein ehrgeiziges Ziel. Guten Abend und herzlich willkommen bei München TV, den Nachrichten München heute mit diesen Themen. Der bevorstehende NSU-Prozess in München steht bislang unter keinem guten Stern. Die Bewohner der evakuierten Häuser durften teilweise 2 Tage lang nicht zurück in ihre Wohnungen. Ich brauche eigentlich noch eine gute Nachricht. Du weißt, ich lade dich nicht mehr ein, wenn du immer so schlechte Nachrichten mitbringst. Ja, das muss heute Abend ganz dringend besser laufen für den FC Bayern. Im Halbfinale der Champions League kommt es zu 2 deutsch-spanischen Duellen. Ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Programm. Seit mittlerweile 50 Jahren holt er im Auftrag seiner Majestät die Kartoffeln aus dem Feuer. J.Lo hat ihre Fans und die Veranstalter zwar, wie es sich für einen echten Superstar gehört, über eine Stunde warten lassen. Doch dann kam alles ganz anders und er feierte mit den Fantastischen Vieren, aber auch als Solokünstler Welterfolge. Eine Rocklady, die das Mikro gegen ein Tablett tauscht, das hat man auch nicht alle Tage. Viel Spaß mit dem Kinotipp und dem coolsten Agenten aller Zeiten, James Bond. Das neue Buch Bogner Moments ist gerade auf den Markt gekommen. Was ist denn Ihr ganz persönlicher Lieblings-Bogner Moment? Ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie diese Trauer in Stärke umgewandelt haben und für den Leonard kämpfen wie eine Löwenmama. Was hilft Ihnen dabei? Wir haben jetzt zuerst mal Zwiebeln, Die haben wir schon mal vorbereitet. Ich gebe hier noch mal ein bisschen Gas. Mhm. Das Hackfleisch ist nämlich noch nicht braun, aber jetzt bin ich im Turbogang. Und jetzt wollen wir Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen und es geht los mit unserer allerersten Kategorie und das ist die beste Sonderproduktion. Das klappt ja wirklich besser als mit Gotthilf Fischer hier mit dem Mitsingen. Also mehr die Lerche als die Nachtigall. 5 Millionen Besucher kommen allein wegen der Sportevents jährlich nach Hamburg. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Einen zauberhaften Abend. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Bis bald. Dankeschön.